Hallöchen, willkommen zurück zu Jotun. Wir sind auf dem riesigen Tortilla-Chip hier in der Mitte. Müssen aber nochmal ganz nach oben. Oder, naja. Das dachte ich schon, die ist abgesperrt. Vielleicht nicht müssen, aber ich möchte. Denn ich glaube, da wartet noch ein Skill auf uns. Von daher machen wir das mal so schnell wie möglich, wenn die Kamera hier mal mitspielt. Aber die zoomt ja jetzt erstmal. Da links war der Baum. Ja, hier nach oben. Passt. Die zoomt immer erstmal auf die Sternbilder. Schön langsam natürlich. So, weiter hoch. Oh, hier haben wir nichts gemacht. Weil uns das hier nicht so angezeigt wurde. Moment. Wir machen dieses Sternbild auch mal. Vielleicht macht sich dann der Weg auf Richtung... Oh, warte mal. Richtung... ganz nach oben. Also hier dann wahrscheinlich. Das muss ich aber mal gucken. Wo der denn hin will. Ist das... Nee, das ist zu weit links. Na gut. Dann pack mal hier dazu. Hier rein. Das... Oh. Ja. Der Bote des Eschenbaums ist auch sehr interessant. Jau. Noch mehr Bums für den Hammer? Also für den hier? Drei Ladungen. Oh. Ja, nice. Wunderbärchen, dann hätten wir das auch. Zurück nach Ginnungagap. Ja, das sieht doch hier gut aus. Jetzt kommen wir hier rüber. Und das sieht mir nach Blattwerk aus. Kommen wir jetzt dann in die Krone von Yggdrasil? Kann gut sein. Wir gucken einfach mal. Weise Philosophen sagen ja auch, Versuch macht klug. Vetrfölnirs. Was? Ach, wie cool. Ah, kann man die komplett aus... Oh. Nee. Die sind unendlich. Ich würde mal sagen, wir hauen jede von diesen Löwenzahndingern einmal an. Oder Pusteblume, wie man sie gerne nennen möchte. Schauen wir kurz das Level-Design an. Uff. Uiuiui. Hier gibt's Pilze, die... nicht so überwindbar sind. Hä? Ach, geht's dann hier weiter auf dem... Ah, okay. Da war wohl auch eine Raupe am Fressen. Ist egal, wir können auf jeden Fall da nicht durchfallen. Huh, Glück gehabt. Hier ist wieder eine. Und dieser Ast sieht sehr seltsam aus. So, einmal umgehackt. Oh. Okay.
Ja, wenn es den Spaß macht, sich so da, ja, hinzuflacken. Bitteschön. Die Schwammerl, die Kleinen, sind auch nicht zu zerstören. Na gut. Oh, hier ist noch eins. Piu, piu, piu. Man könnte hier... Achso, man muss hier. Kann man hier auch den einfach mit einem Schlag umhauen? Tatsache. Tatsache, dat geht, dat geht. Okay, Schwammerl. Dann hier wieder was zum Samen raushauen. Ich mache das nur in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendein Achievement für gibt, wenn man jeden einzelnen Löwenzahn haut. Gosh, das hat mich jetzt... Alter! Alter! Das hat mich schon ein bisschen gerissen. Okay, das ist jetzt hier so eine Sackgasse. Gibt es hier noch irgendwie was? Oder habe ich mir wieder auf der Karte verguckt, höchstwahrscheinlich. Was bewegt sich da? Oh. Das ist ja cool. Von dem haben wir auch das Sternbild gesehen vorhin. Beziehungsweise im letzten Part, sagen wir es mal lieber so. Ich hatte schon Schiss, dass da jetzt irgendwas kommt. Wehe, der Vogel kommt nochmal. Komm, ich heile mich mal lieber. Ah, okay. Da waren wir. Dann ist hier so ein einsames Blatt auf... Moment, können wir an den Pilzen vorbeilaufen? Tatsache. Okay, das zeigt mir jetzt an, dass wir von oben da scheinbar runterkommen können. Oder können wir da durchlaufen? Nein. Nee, da müssen wir von oben lang, auch wenn das nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Das ist interessant. Gut zu wissen. Das sollten wir im Auge behalten. Aber wir kommen gerade so richtig weit nach rechts rüber. Ich habe den Überblick verloren, wo wir sind. Typisch. So, einmal hier ein paar Blümchen raushauen. Uff, wie sollen wir denn da jemals wieder nach links kommen? Oh nein, der Vogel wieder. Hier ist alles zu. Damn. Irgendwas muss das ja mit denen auf sich haben, mit den Teilen hier. Der war nämlich jetzt schon gut versteckt. Sollen wir den jetzt schon triggern? Ja komm, da kommen wir doch sowieso nicht wieder hin. Danke mir. So, den hauen wir auch noch an. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Aber wir machen es mal. Oh, warte. Warte. Ach ne, halt, das ist hierfür nur. Das dachte ich schon. Das dachte ich schon, wir können da unter das Blattwerk. Nein, geht nicht. Ah, hier ist... Nee, hier geht's nach unten. Ist das genau der Weg, den wir in die Höhle brauchen? Es wirkt so. Oh, warte.
Nee, ich glaube, dann müssen wir noch weiter. Okay. Hack dir mal weg hier. Es ist schön, dass das Spiel auch ein bisschen Rätselelemente mit reinpackt. Nicht nur Halligalli, Drecksau-Party von wegen hau alles um, was geht. Moment. Jo. Hm? Also es ist auf jeden Fall einmal was weggeflogen, aber ich treffe ihn nicht öfter. Ah doch, wenn ich hier hau, komischerweise. Oh. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was. Was gibt es hier? Noch mehr Pilze. Einen Idunsapfel. Ja, nice. Den habe ich mir verdient. Ja, gibt wohl eben wirklich bei jeder Abzweigung einen so einen Baum. Und wir haben nicht alle gefunden. Es gibt noch Bäume in Leveln, wo wir schon gewesen sind. Oh, guck mal hier. Das Zeichen über der Höhle. War das vorher schon da? Keine Ahnung. Aber es gibt noch Bäume, die wir noch nicht gefunden haben. In Leveln natürlich, wo wir noch nicht gewesen sind. Das ist logisch. Aber auch in Leveln, wo wir schon drin waren. Wäre auch schön, wenn wir eine Übersicht hätten, wo das der Fall ist. Also wo jetzt noch Idunns Apfel zu holen ist. Die sind ja nicht auf den Karten verzeichnet. Also auf den Karten von Ginnungagap. Weißt du, es ist zu einfach, wäre die zu finden scheinbar. Da oben liegt eine Feder. Was hat's mit der auf sich? Oh, mehrere. Das Spiel will, dass wir nach oben gehen. Gibt's hier links was? Auf jeden Fall noch so ein Blümchen. Ah. Können die eigentlich auf so einem Baum einfach so wachsen? Nicht, oder? Wo sollen denn da die Wurzeln hin, wenn es kein Erdreich gibt, sondern nur Holz? Ja gut, außer der ist morsch. Aber Yggdrasil ist der Baum des Lebens, warum sollte der morsch sein? Zumindest habe ich Yggdrasil als Baum des Lebens in Erinnerung. Kann man dem ausweichen? Ich glaube fast nicht. Wo sind wir denn hier eigentlich? War das gerade der Angriff da bei diesem Strudelding? Falls ja, sollten wir vielleicht nochmal zurückgehen. Weil hier geht's... Ausgewichen! Hier geht's augenscheinlich weiter. Komm. Gib mal... Oh, ja, ja, ja. Gib mal Gas. Was hat's mit dem hier auf sich? Ach, das ist nur für diese Blume? Dann haben die definitiv irgendwas zu bedeuten. Oh, und da links sieht man das Nest von ihm. Okay. Ja, vielleicht beschützt er aber auch nur sein Nest. Kann man ihm nicht verübeln. Ich will meine Eier auch beschützen. Knapp daneben. Okay, pass auf, bevor wir jetzt irgendwas da umhauen, aktivieren wir, in Anführungszeichen aktivieren, wir mal die Blömkes hier. Damn it! Komm, hauen wir den auch gleich raus.
Ja, je näher du zum Nest kommst, umso heftiger wird die Mutter oder auch der Vater, je nachdem, was das jetzt ist, seine Kinder verteidigen wollen. Ah, nicht mit mir. Zumindest jetzt nicht. Vorher, ja klar. Alles kein Problem. Ich will doch hier deinen ungeborenen Kindern nichts Böses. Gut, da ist nichts mehr. Lass mich doch einfach in Ruhe, ich mach doch auch nichts. Ich glaube, das hat sogar gewirkt. Ups, was war das Geräusch? Okay. Damn it. Fuck, falsche Taste. Wie komme ich denn zu dieser... Ach, das war das Geräusch. Muss ich da von oben vom Blatt zuhauen? Das triggert jetzt natürlich wahrscheinlich den Vogel wieder. Ha! Okay, das zählt. Das zählt. Ich wusste jetzt nicht, wie ich den sonst treffen soll. Alter, lass mich doch einfach in Ruhe. Gibt's doch nicht. Die zwei, hier zwei. Bams. Ah, da hinten ist auch noch eine versteckt. Scheiße! Braucht genauso viele Schläge. Auch mit. Fuck! Geht mir der Vogel auf den Sack. So richtig. Oh, jeez. Oh, warte, ich glaube, da geht's weiter, oder? Moment, ist das... Hier geht's wirklich weiter dann. Oh, come on. Ich werde da hundertprozentig irgendwas von den Scheißdingern übersehen. Ah, nee, da kann man nicht durchschlüpfen. Waren wir hier schon? Ich kenne mich null aus jetzt. Null. Hier waren wir definitiv noch nicht. Das sieht mir nach Heilung aus. Können wir gut brauchen. Nice, alles neu aufgefüllt. Danke. Warte mal. Wir haben zwei benutzt und stehen immer noch auf zwei. Wir haben doch jetzt nicht vier Heilung. Okay, das war ganz oben rechts. Jetzt wäre es natürlich sehr mies, wenn die... Ne, man kann da nicht nach hinten laufen. Doch, man kann hier nach... Okay, die haben aber da keine Pusteblume hingepackt. Jeez. Das wäre heftig gewesen. Nee, hier auch nicht. Okay, das heißt, wir waren ganz, ganz oben rechts, sollten aber nochmal nach unten links laufen, ein bisschen. Ah.
Ups. Eigentlich wollte ich rollen. Eigentlich wollte... Oh, was hat's denn mit der... Nee, mit... Die müssten wir eigentlich schon gemacht haben. Oh. Fuck. Der war aber auch sehr knapp. Wir gehen nicht da hoch. Die hatten wir schon. Wir lassen jetzt mal alle Baumstämme Baumstämme sein. Ich möchte noch weiter nach links gucken. Da war, glaube ich, noch ein Ast. Und zack. Genau, die haben wir gemacht. Die da unten haben wir, glaube ich, angehauen. Oh. Ja gut, hier ist dann doch mal gar nichts mehr. Aha, zu früh. Zu früh. Und hier haben wir auch alles angehauen. Oh, komm. Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Wow, der war auch sehr knapp. So. Dann noch ganz kurz. Ah ja, doch, doch, haben wir angehauen. Da war ja das... Die eine Pusteblume, die man nur mit Thors Hammer aktivieren konnte. Zumindest ich nur mit Thors Hammer aktivieren konnte. Dann lass mal gucken, wir dürften jetzt... irgendwo im oberen Bereich sein, ja. An der untersten Ebene vom oberen Bereich, wenn das Sinn macht. Ja, so langsam habe ich es raus, glaube ich. Gehen wir erstmal hier weiter. Ah, zu spät. Und das hat auch richtig wehgetan. Warte mal, haben wir die Kleine mitgenommen? So, jetzt auf jeden Fall. Unsere Heilung ist mir wieder völlig erschöpft. Oh, crap. Das ist, glaube ich, durchgegangen. Hey, wenn das überhaupt nichts bringt am Ende, wenn das alles umsonst ist, dann ist es aber hier... ein Scheißdreck vor dem Herrn. Oh, warte mal. Wichtig, dass wir hier auf jeden Fall alle noch mitnehmen. Okay. Dann kommt hier nochmal Ratatokre oder wie der Ding heißt. Ich mag ihn. Wir holen uns jetzt gleich das Ding. Komm. Gib her. Oh! Das triggert alle. Ah, vorsichtshalber. Ich habe den Bau der Rune Hax. Stormjötunsins, sem reiður yfir skýjunum. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. Wir erforschen weiter. Denn auf der rechten Seite gab es ja noch was. Da gab es auch noch mal einen Holzklotz. Das machen wir jetzt einfach so. Moment, haben wir die zwei auch getriggert? Oh, höchstwahrscheinlich. Das verschwimmt alles bei mir. Hä?
Ah, vielleicht müssen wir da doch nach unten und dann nach rechts. Das kann auch gut sein. Dass das hier der erste Holzklotz war, den wir... Oh, nee. Och. Hör doch mal auf. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay, pass auf. Hier nach oben. Und dann strikt nach links, bis wir auf einen Ast treffen, den wir umhauen können, den wir noch nicht umgehauen haben. Falls es da keinen mehr gibt. Dann bin ich echt getriggert. Nee, fuck, ich glaube, das war der erste, den wir gesehen haben auf der... Auf der Ebene. Ich war mir aber fast sicher, dass wir da noch einen gehabt haben, den wir noch nicht umgehauen hatten. War das alles mit den Dingern jetzt umsonst? Fuck. Wir sterben noch. War das auch da über dem mittleren Kringel? Da sind recht viele Holzblöcke angezeigt. Konnte man hier noch weiter runter? Oh, der Kackvogel. Okay, man konnte hier noch weiter runter. Der hier ist umgestürzt. Den haben wir. Ja, dann ist eigentlich nur noch eventuell hier einer. Ne, den haben wir auch. Ja, nö. Dann zurück nach Gyunungagap. Was auch immer das da mit den Pusteblumen auf sich hat. Damn. Okay. Sturmwächter. Das könnte etwas schmerzhaft werden. Oder was war das? Himmel? Sturm? Stürmischer Himmel. Irgendwas Ungutes auf jeden Fall. Los, mach die Tür auf. Na, danke schön. Hagalas. Ich dachte schon, Hagendas. Run Hagljels, Erwileika og Lundrola. Das hört sich nicht so gut an. Das sieht auch gefährlich aus hier, also. Gucken wir uns ja in der nächsten Folge an. Hehehe, macht's gut, bis dann. Ciao.